So, einen wunderschönen guten Tag. Ich wollte schon guten Abend sagen, aber wir haben ja nicht 20 Uhr wie sonst immer Let's Play Live Show. Erstmal herzlich willkommen zu Let's Play Live Show an diesem schönen Sonntagnachmittag. Wir haben es Viertel nach vier und mein Gott, ist das kalt geworden in Deutschland. Ja, hallo M. Cave, endlich ein Stream vom Start. Ja, leider nicht. Wir haben gestern schon angefangen mit Alien Isolation. Wir werden heute weiterspielen. Let's Play Live Show immer Freitag und Samstag ab 20 Uhr. Heute Sonderausgabe. Ich begrüße auch Söckchen und ich begrüße auch die anderen, die da sind. Ja, die Kamera wird schon wieder dunkel, warum auch immer. I don't know. Prost zusammen. Heute mal ein wenig unalkoholisch. So. Und wir wollen natürlich. Ich hatte mal geguckt, ob ich den Überlebensmodus ausprobiere, aber da stand dann halt, dass man sich was von der Story vorwegnimmt. Deswegen spielen wir jetzt hier. Ich möchte das Spiel laden. Aktuellen Speicherstand laden, genau. Von 1:03 Uhr, glaube ich, war das, wenn ich das richtig gesehen habe von gestern. Oh mein Gott. Und ich sitze auch ein bisschen weiter weg. Ich habe es mir gemütlich gemacht hier an diesem schönen Sonntag, wie gesagt. Und ich muss noch ein wenig die Kopfhörer lauter stellen. Ist mir noch ein bisschen zu leise. So. Ja, ich hoffe, ihr hattet noch eine angenehme Nacht von gestern auf heute. Mein Gott, war das spannend gestern. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht schaffen wir es ja sogar durch heute. Schauen wir mal. Ich weiß auch noch gar nicht, wie lange es geht. Wie gesagt, ist nur so ein Sonderstream, weil ich einfach Bock hatte, Alien weiterzuspielen. Und ja, dann gucken wir doch mal. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo waren wir denn gestern stehen geblieben? Hatten wir. Ach genau, wir waren bei den Androiden da. Stimmt ja. Ich weiß gar nicht, sind es Androiden? Ich weiß es gar nicht. Ach genau, wir waren bei dem Alien, ne? Ja, Tatsache. Finden Sie Mollys Büro. Stimmt, das war das ja, ne? Mein Eindruck vom Game, ich kann nur sagen, sehr, sehr geil. Achso, und bevor ich jetzt weiterspiele, werde ich natürlich, ich denke mal, ich werde doch ein bisschen weniger vorrücken. Eben kurz Pause machen. Ich werde. Hi Seppel! Willkommen zur Let's Play Live Show heute zu diesem Sonntag-Sonderstream. Eindruck vom Game sehr, sehr geil und ich werde doch ein wenig vorrücken, weil ich heute die Kommentare, glaube ich, anlassen werde. So. Und um so ein bisschen mit euch zu blubbeln. Gestern habe ich ja im Vollbildschirm gestreamt. Jetzt muss ich mal gucken, ist die Kamera. Oh ja, so passt's. Das war nichts. So. Eindruck vom Game, ehrlich, Porno. Also Atmosphäre, grafisch, tolle Story bis jetzt, sehr, sehr geil. Fängt auf jeden Fall die ganzen Handlungen ein von den Filmen. Also die. Wie war denn nochmal? Achso, jetzt muss ich erstmal die Steuerung wieder reinkriegen. Uah. Sehr, sehr nice gemacht. So, wo waren wir denn jetzt stehen? Wir müssen auf jeden Fall das Büro finden. Und. Hallo? Hallo? So, dann spielen wir mal weiter. Und schauen mal, was uns erwartet. Ach, okay, der hat das gar nicht Ganz gespeichert genau, gehabt. diesen Korridor entlang. Was war das? Können wir nicht trotzdem schon in das Büro rein? Wir haben ja. Ach nee, wir müssen ja. Okay, dann hat er also da gespeichert gehabt. Gut. Okay. Stimmt, wie war das denn nochmal? Irgendwas mit 17 war das, glaube ich. Der Sicherheitscode. So, jetzt muss ich mal eben kurz schauen. Das ist das, glaube ich. Dann das und das. Sehr schön. Ja. Oh mein Sie Gott. sind da. Das ist Morleys Büro. Hier Der liegt noch Schrott. Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Dann solltest du dir das auf jeden Fall zulegen, dieses Spiel. Denn, Haben Sie den Zugangscode 1702, gefunden? genau. Jetzt brauchen Sie noch die 1702. Schlüsselkarte. 1702 ist der Umrichter Code, und genau gut. eine bei sich. Ich bin Fan und eher der Junkie der Filmreihe. Ja, dann auf jeden Fall, leg's dir Ganz zu, dort. Ich denn versuche nur herauszufinden, Bombe. was das ist. Jetzt wirst du auch das Alien erste Konzentrieren Mal Sie sich sehen. auf das Finden der Schlüsselkarte.
Viele hatten sich auch beschwert, dass das Alien sehr... Hallo Gotox, ich grüße dich. Einen schönen Sonntag wünsche ich dir auch. Willkommen zum Sonderstream hier in der Let's Play Live Show. Und wir spielen da weiter, wo wir gestern aufgehört hatten. Oh, da hinten ist das Alien. Ich sehe es. Es geht in die richtige Richtung, das ist schon mal gut. 1702 war der Code. Wollen wir mal ganz schnell den Code eingeben? Aber ganz schnell. 1702. Uah, falsch. Uah, komm, mach fertig. 1702. Boah, dieser Druck, dieses... Oh, man weiß, was hinter einem was ist. Das ist so ekelig. Ich werde Angst vor dem schwarzen Alien. Also ich nicht. Oder doch? Ich würde gerne auch gleich mal speichern. Wo müssen wir denn hin? Hallo? Ach genau, hier war ja gestern dieser Bug. Stimmt. Das Alien hat uns ja hier mit einem Bug hängen lassen. Genau. War ja gestern total... Uah, das Alien kommt. Hallo? Er hat Angst vorm schwarzen Pförtner, genau. Mann, er soll verschwinden. Also die coole Funktion mit dieser Sprachausgabe ist natürlich auch sehr geil. Konnte ich natürlich hier nicht nutzen, weil ich euch so ein bisschen unterhalten möchte. Man kann ja einstellen, dass die Leute oder die Aliens oder das Alien einen hört, wenn man... wenn man quatscht. Wo ist es denn? Und wo müssen wir hin? Oh, wo müssen wir denn hin? Hi Klangkasper, willkommen zu diesem schönen Sonntag. Sonders... Ich glaube, hier war der Raum, wo es gestern gebuggt hatte, das Spiel. Alter! Alter, Kackbratzen-Alien, Alter! Oh! Alter, was war das denn? Das gibt's doch nicht! Ich hab das Update installiert, ja? Habe ich auf jeden Fall installiert. Okay, verdammt, finden Sie Mollys Büro. So, das haben wir auf jeden Fall gefunden. Ja, das ist hier. Das wissen wir ja jetzt. Mein Gott, wir müssen ja hier weiterkommen. Das kann ja nicht sein, dass wir hier... wo müssen wir denn... Da ist, glaube ich... Nee, da. Da. Dann das halbe V. Und das hier. So. Ah, ich finde cool, so diese kleinen Gimmicks von so Türen und so, finde ich cool gemacht. Das ist Mollys Büro. Und so. Der Zugangscode müsste irgendwo hier sein. Ja, im Terminal ist der Zugangscode. Ja, kannst ruhig sterben. Haben Sie den Zugangscode 1702. Gefunden? Ja, ich habe ihn gefunden. Finden Sie Morleys Schlüssel, Dr. Morleys Schlüsselkarte. Ich versuche nur herauszufinden, was das ist. Konzentrieren Sie sich auf das Finden der Schlüsselkarte. Geht doch da drunter. Das ruckelt nicht mehr so, da meine ich das nur. Das hat nur bei den Zwischensequenzen so geruckelt.
Im Spiel natürlich nicht. Im Spiel lief alles sehr, sehr flüssig. Ich bin gespannt, wie die Zwischensequenzen sind. Ich weiß nicht, das Update behebt natürlich einige Fehler. Und ich hatte gestern ein Problem mit dem Alien gehabt, weil das Alien uns gestern, ja, nicht aus dem Spind rausließ, weil gestern genau am Spind die ganze Zeit rumstand und wir da festgehangen haben. Und das ist natürlich nicht schön. Hoffe ich mal, dass das damit auch gefixt ist. Oh, beeil dich, beeil dich. Oh, diese Schritte. 17.02. Komm, mach fertig. Boah, das ist so gemein, dieses zu wissen, hinter dir könnte jemand sein und... Oh Gott. Wir müssen auf jeden Fall geradeaus. So, und hier muss irgendwo... Hier soll das irgendwo sein? Wo denn? Die Schlüsselkarte trug er immer bei sich. Vielleicht liegt die ja doch hier drin, irgendwo. Wir mal ein wenig schauen. Was ist hier? Tomorley? Molly, Molly. Untersuchen Sie die Räume auf Dr. Mollys... Hallo? Ein bekannter KI-Aussetzer, ja. Das Alien soll noch schlauer werden später. Mhm, tolle Info. Aber das mit der Sprachsteuerung, mit der Kamerasteuerung werde ich mal privat mal ausprobieren, wie das funktioniert. So, jetzt. Der erste große Day One Page soll... Wow! Wow! Wow, wow, wow! Oh! Der stand da! Geh weg! Gott sei Dank. Boah, dieses Kack-Alien. Was ist denn da hinten? War ich da schon drin? Nein, ne? Was ist denn hier? Vielleicht ist hier irgendwas. Schauen wir mal. Nehmen wir natürlich alles, alles nehmen wir natürlich mit. Oh, hier, eine Schlüsselkarte oder Ausweiskarte. Oh, oh, oh. Oh. Alter, ich bin überhaupt nicht sicher. Alter, ich bin überhaupt nicht sicher. Hallo? Leider hält sich das, verhält sich das Alien nicht so wie den Film. Ja, ja gut, man muss ja... Uah. Man muss immer bedenken, es ist immer ein Spiel, ne, also so das rüberzubringen ist schon schwierig, aber ich finde, dieses Spiel bringt schon recht gut rüber die Zustände, die man bekommt in dem in dieser Raumstation. Wow, 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 wow. Geh weg! Geh weg! Ich brauche gleich erstmal eine Paracetamol. Eine Paracetamol. Definitiv. So, wir müssen auf jeden Fall hier in die Richtung irgendwie. Dieser Rand da in diesem Motion Tracker zeigt uns ja immer an, wo wir ungefähr hin müssen. So, ich werde mal schauen, dass wir da mal so schnell wie möglich... Oh, oh. Oh, oh. Ich werde nicht rennen. Der Tipp war gewesen, man darf nicht rennen. Wow! Wow! Wow, 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 wow! Fuck, 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 fuck! Wow! Fuck, scheiße, scheiße! Fuck! Fuck! Alter! Alter, geh weg, du scheiß Drecksalien!
Boah, war das knapp. Oh. Nein. Oh, wir haben nicht gespeichert, ey. Scheiße. Fuck. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist nicht einfach. Diese Passage ist definitiv nicht einfach. Naja. Dachte erst tot, ja, das dachte ich auch. Also müssen wir mal zusehen, dass wir dann auch mal da speichern, weil sonst fangen wir immer wieder von hier an. Ganz genau. Diesen Korridor entlang. Ja, ja, ja. Ein weiterer Bug. so. Das und das V. So. Jetzt habe ich mich mit erschrocken. Ja, ist sehr, 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 sehr schwer. Also, Hut ab. Aber ich finde es ein richtig cooles Spiel. Ich habe ja gestern, wie gesagt, angefangen. Wir spielen ja heute weiter. Hammer, also echt total geil. Total cool in Szene gesetzt, auch sehr, sehr geil. Und die Trailer.